Dann gehen wir. Gehen wir mal schauen, was wir hier draußen finden. Nein! Ja, schwimm zurück! Ich wollte doch nur gucken, ob da noch was anderes ist. Und es geht wieder los. Ja, es ist, ja. Komme ich jetzt da rein oder nicht? Nein. Unsere Hassliebe zum Wasser. Ja, wir können halt nicht schwimmen. Und Schwimmflügel haben wir keine. Leider. So, deswegen gehen wir auch erstmal hier so ein bisschen außen rum. Weil wir wollen ja nicht wieder ertrinken. Da ist eine Kerze. Und hier ist ein Schlüssel. Okay. Ist das das Dorf? Also das wird das Dorf sein, aber ich will hier den Schlüssel. Ist das zufällig ein Turm im Dorf, wo der Schlüssel passt dann? Also könnte das sein? Wahrscheinlich nicht. Wir lassen uns überraschen. So, hier würde ich denken, dass wir Licht brauchen. Also wie so eine Art Kerze, um hier irgendwie durchzukommen. Hä? Ich bin jetzt schon verwirrt. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Kann ich da durchs Fenster? Muss ich hier doch nochmal rein? Aber hier kann ich doch mir nur das angucken. Oder kann ich hier noch irgendwas wegmachen? Sieht nicht danach aus. Ist hier noch irgendwas links, was ich übersehen habe? Nein. Okay. Das ist nicht schön. Vor allen Dingen, mir ist erst gerade jetzt aufgefallen, dass ja hier jemand liegt. Der Junge sollte sich mal ein bisschen waschen. Geht das? Also, mach dich doch mal sauber. Kann ich hier rüber hüpfen? Way. Kann ich das Ding hier irgendwie bewegen? Geht das? Nein. Schade. Ja, das sind schon tiefe Pfützen. Aber ich komme hier nirgendwo hin. Achso, pass auf. Wir haben doch den Schlüssel genommen. Ich bin doch dumm. Wir können ja jetzt bestimmt mit dem Schlüssel hier wieder zurück, um die eine Tür hier aufzumachen. Das wird sein. Ja, genau das ist es. So, wie war denn das jetzt mit dem Bällchen? Konnte ich den nicht? Genau, hier, so. Okay. Jetzt haben wir erstmal hier rüber. Springen? Knappe Nummer, aber okay. Was holen wir jetzt hier hoch? Und jetzt? Jetzt sag mir nicht, ich muss da ranspringen. Ich muss da ranspringen. Ach so, und jetzt kann ich... Ja, ich bin noch nicht ganz da, Chat. Ne? Also ein bisschen ist noch... Ich bin noch nicht ganz munter. So, kann ich jetzt einfach hier runterfallen? Ey, da sterbe ich doch bestimmt. Also... Oh, safe! Doch nicht. Okay, also wir klettern jetzt hier über Stock und Stein. Aber wir gucken uns erstmal vorher hier nochmal ein bisschen um. Weil vielleicht finden wir ja hier was Schönes, was wir ja gebrauchen könnten. Ja, vielleicht finden wir auch was nicht so Schönes, was wir nicht gebrauchen können.
Das war jetzt aber... Warum? Also wegen der Blume? Okay, dann gehen wir wieder raus. Und dann hier hoch. Ja. So, wir sind immer noch auf der Suche nach Lilimur. Oder Lilmoth. Momoth. Warte mal, hier kann ich ja bestimmt irgendwas machen, oder? Das war knapp. Aber gut. Vielleicht können wir ja hier nochmal rein? Warum bin ich denn hier runtergegangen? Ich wollte gerade sagen, jetzt kann er nicht mehr hochklettern. Das wäre es ja jetzt. Okay, dann springen wir hier runter. Das tat weh. War bestimmt nicht schön. Ey, und überall ist... Überall ist Blut. Was war das? Die hat ihre Hand in so einer Kiste. Warum? Doch nicht! Oh nee! Okay. Okay. Wir gehen raus. Lass uns raus. Oh! Das war nicht angenehm. Das war gar nicht angenehm. Und die Musik wird auch so... Wie sagt sie wieder zu? So unheilschwanger oder so nach dem Motto? Ach, hier kann ich... Nein! Das ist ein Schatten. Ich gehe da nicht hin. Ja, Dave! Muss das? Dave, also... Vor allem bei so einem Kinderspiel. Oh. Also es ist kein Kinderspiel, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Es ist schon... Aber... Schwierig. Dear Diary. I am so in love with him. I cannot even describe it. Feels like he loves me too. Our village still tries to heal its wounds from the dark days, but at least me and my love survived and have each other. After the horrible witch hunt, we thought we were safe. We thought we would have peace, but then the plague came to our village. Feels like the plague is some kind of punishment for our sins. Maybe we deserve this. People say they have seen an old woman with a rake at night. Every house she passes, people inside get sick. I hope she does not come to my house. Okay. Every morning someone new has fallen ill, and shortly thereafter they die. We do not even dare to give them a proper funeral. It is horrible. The dead are rising from their graves, and they eat the ones left alive. I have locked myself in the house. I got separated from my love. I wish I could be with him. I hope I can meet him in the next life. I'm out of food. And the dead are right outside my door. I miss him so much. Oh Gott. Also. Ja, diese. Wir wissen ja, diese Hexenjagd, die war gar nicht gut. Aber ob dadurch die Pest gekommen ist, weiß ich nicht. So, das heißt, wir müssen aber jetzt dennoch hier hinten lang, oder wie? Was ist denn da?
Okay. Wir rennen einfach. Oder? Komm, wir rennen. Leck mich am... Wer seid ihr denn? Auf Wiedersehen. Ich bin weg. Komm, mach die Tür auf. Oder stürz den Tisch um oder so, ich weiß nicht. Na komm, zieh durch. Ja, 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 ja. Die sind wirklich alle wieder aufgestanden. Was ist denn... Was? Herzlich willkommen bei The Walking Dead Season 24. Nein! Sehr geile Perspektive am Fenster her. Ja, wirklich richtig nice. So, aber irgendwie... Also komm, wir machen mal... Irgendwie will ich wissen... Liegt hier vorne noch was? Also da habe ich ja schon ein bisschen Lust drauf, ne? Um zu gucken, wie die da drauf reagieren. Die sehen mich ja jetzt aktuell nicht. Noch nicht. Hüpf doch hier rauf. Als ob du da nicht hochkommst. Aber die interessieren sich wirklich für mich noch gar nicht. Hallo? Hallo? Okay. Gut. Haben wir genug gespielt? Denn nicht. Dann gehen wir jetzt hier reingucken. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Gibt's hier was? Nein. Okay, 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 okay. Ey, überall Blutlachen und... Ich glaube, die X'e sollten heißen, wir sollten da nicht rein, glaube ich. Aber wir probieren es trotzdem. Benny der Ninja-Looter. Wenn es was gegeben hätte, wäre ich dabei gewesen. Scheiße. Folgt er mir jetzt? X markiert die Krankheit? Er ist runtergefallen? Okay, cool. Wirklich? Weil der hört sich noch so sehr nah an. Okay, er ist runtergefallen. Also ich sehe schon mal zwei. Das gefällt mir nicht. Das ist die Frage. Täuschen wir an? Angetäuscht. Lass mich doch hier hoch. Okay, nein. Lass mich nicht hier hoch. Lass mich. Ich bin tot. Okay. Aber wir wissen jetzt, wie. Also, wie es funktioniert. Und... Hehehe. Jetzt erstmal runter. So, jetzt ist die Frage, krieg ich den hier? Okay, der eine ist weg. So, jetzt wird hier gejumpt. Nein, lass es. Ich bin jetzt selber runtergefallen. Das ist gar nicht gut. Und ich bin tot. Okay. Das lief ganz gut. Nicht. Okay, der fährt runter. So. Lalalala. Die ganze Zeit erwischt er mich nicht einmal. Okay, wait. Schaffen wir es, wenn ich sprinte? Was werden wir jetzt ausprobieren? Wenn ich sprinte, schaffe ich das, bei dem zweiten Loch einfach drüber zu springen? Wäre das eine Möglichkeit?
Oder anders gesagt. Geht das? Ha! Also... Okay, wait. Wir probieren rüber zu springen. Komm. Dass das geklappt hat. Okay, was gibt's hier noch zu entdecken? Bevor wir jetzt raus rennen. Okay, nehmen wir mit. Gibt's hier sonst noch was zu entdecken? Noch irgendwas anderes? Nein. Gibt's hier zufällig noch ein Loch, dass ich versehentlich irgendwie reinfallen kann oder so? Oh, ho, 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 ho. Okay, okay, okay. Hier gibt's nichts weiter. Oh, du, 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 du. Ah. So, jetzt. Oh, meine Güte, das war jetzt aber auch... knapp. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Kletter doch hier hoch. Okay, aber wir fangen wenigstens hier an. Das ist schon mal ein Anfang. Wie soll ich denn an denen vorbei? Glück gefragt, gibt's hier irgendwie was, wo ich lang gehen kann? Ich sehe ja nichts. Das ist ja mein nächstes Manko. I don't see anything. I don't know. Mach ich jetzt einmal Licht an, renne ich doch. Oh, das war lucky. Nein. Nee, das war eine Ratte. Da sind ganz viele Ratten. Es ist mir scheißegal, was für Ratten da sind. Was? Ein Kilo Müll? Was? Ich mache extra guten Preis. Ein Kilo. Ja, kann ich nicht lesen. Ich habe so ein bisschen Angst, das Licht anzumachen. Hier kann ich es anscheinend. Okay, cool. Cool, 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 cool. So, jetzt können wir uns nochmal hier angucken, was das hier war. Was war denn das? Okay. Sehe ich nicht mehr. Sehr gut. Okay. Wir sind erstmal draußen. Meine Güte, das ist aber auf jeden Fall besser als da drinnen. Hallo? Was? Ey, Dave, hör doch mal bitte auf. Mach doch... Die haben sich alle... Was? Mach doch sowas, wenn Stevie streamt oder so. Doch nicht, wenn ich hier mittendrin bin. Okay. Okay. Hey, was geht hier? Was? Was passiert? Stevie McCammerguy schenkt 5 Stufe 1 Abos? Was? Danke dir, Stevie. Danke dir. Aber erschreck mich doch nicht so. Wie? Achso, so. Aber hier draußen ist doch hier alles. Hier ist doch alles voll mit den Leuten.
Ich kann nicht sprinten. Und jetzt geht's Richtung Kirche. Richtung Kirche ist nie gut. In solchen Games. Aha. Was kann ich denn hier machen? Kann ich ein Kerzchen anmachen? Geht das zufällig? Nee, ich kann mir nur die Kerzen angucken, okay. Ach Gottchen, jetzt muss ich wieder irgendwas hinpacken, weil ich muss irgendwo rüber. Weiß zwar noch nicht wo, aber... muss ich hier? Muss die Bücher sammeln, damit ich da hochkomme. Verstehe. Dann immer her damit. Ich dachte, wäre jetzt noch so ein Buch zum Vorlesen. Gott. Ja. Versuch's erst gar nicht, glaube ich. Walsing? Okay, hier war falsch. Gibt's hier kein Buch? Ey, dass die hier aber auch alle liegen. Das ist doch nicht schön. Was ist hier? Der Gott, der angebetet wird, und hier unten ist, I don't know, das Licht? Keine Ahnung. Ich kenne mich auch in solchen Mythologien leider gar nicht aus. Da bin ich immer ganz froh drüber, dass ich den Stevie bei mir an der Seite habe, der dann vielleicht so ein bisschen Wissen dazu noch hat, so extra Wissen. Hat mir leider fehlt. So, jetzt müsste ich doch hier hoch können, oder? Man kann doch bestimmt hier hochklettern. Jawohl! Schön, dass mir gerade die Kirchenglocken läuten. Ja, ist passend. Okay. Wir sind hier oben. Und können jetzt genau genommen... Ah, wir können hier runter? Okay, wir könnten einfach nur hier runter. Hätte er nicht einfach hier rüber klettern können? Wäre das nicht gegangen? Okay, hier kann ich nicht durch, da kann ich auch nicht durch, okay. Diese ganzen Leichen, warum? Das macht doch... Also, das ist doch verstörend. Oh Gott. Die wachen doch bestimmt auf, oder? Der da ist safe. Die da hinten auch alle, die haben alle diese Ranken. Ja, guten Morgen. Hallo zusammen. Ja, nee, wir gehen mal hier raus. Dankeschön. Hier kann ich nicht raus. Okay, wunderbar. Toll. Alter, sind die schnell. Die wollen doch alle da. Okay, wo geht's jetzt weiter? Wo geht's denn jetzt hin? Ja moin, die machen alles kaputt, oder was? Links, rechts, geradeaus, antäuschen, hier rüber, auf doch. Warum, wie können die denn das kaputt machen? Was stimmt denn mit denen nicht? Und die sind verfickt schnell. Lass mich. Okay. War geplant. Gar kein Problem. Gar nicht. War ganz schön easy. Nicht.
Aber gut. Oh. Ja, ja, easy. Mhm, mhm. Nein. Ich hätte mich jetzt auch, hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn ich nochmal ab ins Wasser gedriftet wäre. Einfach so, weil wir mögen das Wasser. Was ist das hier? Was ist das? Wer bist du denn? Aha. Das sind anscheinend so eine, also wir haben ja schon öfter so eine Holzdinger gefunden. Das sind so eine Collectibles, würde ich fast sagen. Das ist schon, ich weiß nicht. Oh Gott, Sonnenfinsternis? Was passiert denn am Hintergrund? Also über mir. Okay, Sonnenfinsternis. Das heißt nichts Gutes. Ich kann nichts machen. Die alte Frau mit der Hake. Pestbringer. Was passiert hier? Achso, Chat, warte, ich sitze im Weg.